Eine Reihe mit weniger. Reichen die Steine überhaupt? Dann noch drei. Nee. Doch so. So. Oh mein Gott, das war richtig. A real man built. Boah. Ja, geiler Kühlschrank. Waffeln. Ah ja. Weiß nicht, wofür ich die Eiswürfel brauche. Bier. Was hat Bier im Eisfach zu suchen? Schokolade. Kiwi. Kürbis. Gurken. Eiswürfel. Wie kriege ich die da raus? Keine Ahnung. Pflaumen. Huhn. Ach so. Die muss ich da reinstellen, weil ist Wasser. Das und ein Delfin. Wo ist denn hier ein Delfin? Ohne Witz, wo ist hier ein Delfin? Ich sehe hier keinen Delfin. Wo ist hier ein Delfin? Bin ich blind? Das ist ein Fisch. Also jetzt mal allen Ernstes, wo ist hier ein Delfin? Oh mein Gott. Ernsthaft? Da drunter? Wer versteckt denn da ein Delfin? Das Spiel macht dich fertig, das mobbt mich. Das hasst mich. Ja, boah, eine Zugangskarte. Ein Kamel. Ja, ja, ist halt auch so blöd. Schon wieder. Imagine you're among people and suddenly you stop. You notice that people you meet act as if they're doing you a favor, just to see you. Your supposedly loyal servant acts as if you owe him. But I am generous and still decided to give him eternal life. Mhm. Ich habe übrigens jetzt schon wieder vergessen, wo ich mit den anderen Sachen hin sollte für oben. Okay. Hier muss ich die Tiere dem Ding zuordnen. Kein Entkommen. Scared, Sam?
Vor allem voll aus dem Auge raus. Skeletons in their wardrobe. Was nehmen sie denn? Ein Marktplatz, der steckt mich gar nicht nur. Vor allem Butler sind heutzutage verdammt schwer zu finden. Ein Zwillingssymbol. Ich brauche hier tatsächlich die Sternzeichen. Wie mir scheint. Und die Show geht weiter. I'm glad you're home, darling. Yes, sweetheart. And I'm going to make us a marvelous dinner. My dear, have you seen the sauce I made this morning? Oh, I thought that it was dog food. So I fed them with it. How could you do that? I was cooking all morning, trying to please you. Sorry, sweetie. I didn't know. Alles klar. So, was habe ich noch nicht? Das ist die Lüfte. Da fehlt nur ein Symbol. Ich muss jetzt erstmal nur kilometerweit wieder zurück. Und da ist abgeschlossen. Wo konnte ich hier? Hier konnte ich noch was. Beds keep many secrets. Und ein Stahlrose. Some of them can change your life. Mm. Aber wo musste ich mit dem Haus hin? Ne, die brauche ich hier nicht. Er hat doch hier noch ein Spielhaus. Nee. Hier, glaube ich. Ganz am Anfang. Ein Schlangenauge. Natürlich. Hier kriege ich jetzt das Schlangenauge für 30 Zimmer weiter. Ach, hier. Oh, scheiße. Mathe. Vertauscht die Holzwaben so, dass die drei Waben um ein Dreieck zusammen addiert, jeweils die Zahl in den Dreiecken ergeben. Nur benachbarte Holzwaben können vertauscht werden. Addieren war plus, oder? Addieren war plus, oder? Mathe 6. 6 und 6. Alter Witzka. Also. Die Waben müssen das da geben. Okay, das habe ich einfach schon. Okay, ich kann das nur so vertauschen. Das ist 7. 2 sind 3. Komm nicht auf die 10. Oh. So, dann habe ich das schon mal. 7.
Mit dem nicht auf einem Nenner. Ja gut, damit kriege ich das zusammen. Das sind 7. Sonst ging halt nur 4, 2 und 1. So, das sind 6. Und die Nummer 4. Wir sind 8. So. Was halt so nach oben hin, nicht, ne? Ich hasse Mathe. Wobei das auch gerade dieses Problem ist. Die Endordnung der Zahlen. Wir sind 8. Da halt eine 3 hin. Ja, 4. Ich die 1 da tausche, dann passt es da aber halt nicht mehr. Das ist eine 5. Okay. So. Was ist das wieder? Ist hier. So. Wir kommen der Sache näher. Nee. Oh mein Gott. Ich hasse Mathe. Oh. Gut. Ich weiß, warum ich im Mathe eine 6 hatte. Und das Schlimmste ist, das war Grundschule. Das hatte ich in der Grundschule. Das ist ganz furchtbar. Meine Kinder werden hoffnungslos aufgeschmissen sein, wenn ich denen später mal Mathe erklären soll. Das wird ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ich glaube, das lasse ich Frisches machen. Weißt du, Geschichte oder sowas. Das geht doch noch. Deutsch kriege ich auch noch hin. Boah, Mathe. Bin ich nochmal auch. Komm. Okay, Türknauf. Da nicht. Schlangenauge. Schlangenauge war noch oben. Okay. I'm glad that you acted wisely.
Who knows what could happen? Schwimmt die da rum, ey? Okay. Ich glaube, das Spiel dauert noch sehr, sehr lange. Ich überlege die ganze Zeit, was ich mir zu essen hole, aber gefühlt gibt es nur Pizza. Oh. Ich will dir sagen, Pizza ist lecker, aber auf Dauer hat man halt auch nicht immer Lust auf Pizza, ne? Eher nicht, okay. Dann nicht. Warte, war da noch irgendwas? Ja, der Pizza zu oft, ja eben. Auf Dauer, wie gesagt, hat man dann ja auch nicht immer Lust drauf. Deswegen habe ich mir jetzt heute überlegt, dass ich mir Wraps mache. Weil Wraps hatte ich schon lange nicht mehr. Wo brauche ich denn das Brandeisen? Boah, es gibt noch mehr. Hier fehlt ein Stahlrose. Jetzt nicht mehr. And who invented all these hiding places? Oh yes, that would be me. Mit dem Fisch? Will ich denn jetzt mit dem Fisch? Oh. Eine halbnackte. Gazing at water calms you down, as if it's telling you everything will be fine. The maiden who appears from the deep is seen as a miracle, but it's only another lie hidden under a false promise. The maiden is not so wonderful, and the sea shows its anger. Hier muss ich aufpumpen. Da muss ich wahrscheinlich gucken, welche Blume das ist. Ich glaub, die da. Kann aber auch die da sein. Ich meine, es ist die da. Der gibt mir hier eindeutig zu viele Möglichkeiten, was ich tun kann. Ein Widder-Symbol. Tankdeckel fehlt. Idiot. Darling, are you ready? Well, not really. I am going as fast as I can. Of course, we're always late because you are going as fast as you can. You always pick at me. The Love for Love movie doesn't start for an hour and a half. Yes, but I decided that we are not going to see Love for Love. We are going to see the Attack of Robot Assassins. Why tell me now? Well, I'm not going. Then stay home. Okay, das ist verdammt creepy. You see, Sam, how fragile and pathetic marriage is. At first, everything is perfect, but later, only ruin remains. So, was habe ich jetzt? Ein runder Griff. Das hilft mir nicht weiter. Das hilft mir nicht weiter. Und zwar überhaupt nicht.
Also hier kann ich nirgendwo was machen. Foyer. Badezimmer. Ist nur eine Wimmelbildszene. Haarband. Mullbinde. Ist das keine Mullbinde? Okay. Bigami. Pinzette. Sauger. Bleistift. Du hast es asiatisch gewonnen. Asiatisch ist auch lecker. Okay, das war die Mullbinde. Das Haarband. Rasierpinsel. Handschuh. Wäscheklammer. Rasierer. Pipette, Kreide. Da habe ich so einen Sauger. Da komme ich nicht weiter. Da komme ich halt auch noch nicht weiter. Ich komme hier nirgendwo weiter. Das ist jetzt gerade nicht hilfreich. Hammerschlag sollte das Problem lösen. Ich habe aber keinen Hammer. Brauche ich auch noch einen Hammer? Ich habe keinen. Oh. Dort oben ist etwas, aber ich komme nicht dran. Ich keine Leiter habe. Oh, hier hinten ist auch noch was. Hier fehlt ein wichtiges Teil. Das ist eine Katze. So wie in jedem Wimmelbildspiel. Ja, ist so. Weißt du, Sachen, die man halt einfach noch gebrauchen könnte, die werden weggeschmissen. Fischsymbol. Wozu brauche ich die ganzen Sternzeichen? Ich kann mir vorstellen, dass uns hier dann am Ende runtergeht. Da ist eine Leiter. Oh mein Gott. Die habe ich echt übersehen. Diese Ohren. Also das habe ich diesmal echt komplett übersehen. Ich weiß, ich bin gerade eine einohrige Katze.
Oh, fuck. Erreiche den hervorgehobenen Ausgang des Labyrinths. Du hast dafür maximal 34 Züge. Oh, fuck. Ich weiß noch nicht mal, wo der Ausgang ist. Den hervorgehobenen Ausgang. Hervorgehobenen Ausgang des Labyrinths. Du hast dafür maximal 34 Züge. Was davon ist der hervorgehobene Ausgang? Das da? Aber das ist der Anfang. Was ist denn hier der hervorgehobene Ausgang? Ach, scheiße, denselben Fehler wie eben gemacht. Von kein Ohrhasen und zwei Ohrküken kommt jetzt neu in die Kinos. Ein Ohrkatze in der Hauptrolle, Pfötchen. Oh, schön. Aber was ist. Ohne Witz, ich wüsste gern, was der hervorgehobene Ausgang ist. Muss ich da wieder zurück? Ich meine, ich weiß es nicht. Nee, scheinbar nicht. Was ist der hervorgehobene Ausgang? Weil das kann nicht sein, dass es da anfängt. Das ist auch falsch. Versuche erstmal überhaupt in irgendeine Ecke zu kommen. Okay, die ist es nicht. Die Ecke da unten ist es nicht. Muss ich von da nach da? Das ist der hervorgehobene Ausgang. Wenn man selbst eine Lösung schon nicht versteht, ich will gar nicht wissen, was das hier für ein Scheißrätsel ist. Oh, leck mich. Angeblich unten links. Oh, Brustmassage. Da komme ich eh nicht mehr hin. Ja, wahrscheinlich. Weil oben rechts ist es auch nicht. Leck mich.
Boah, das war aber knapp. Spiegelfragment. Wo braucht ihr denn jetzt den Spiegelfragment? Nee. Ja. Nen Dietrich. Nein. Schau, sagt aus, wenn das hervorgehoben sein soll, ist der Buddha. Ja. Aber wirklich. Also ich weiß auch nicht, wo das hervorgehoben sein soll. Da war nichts. Eine Metallsäge im Kuchen. Leute, für was habt ihr euch denn entschieden? Für was verdammt habt ihr euch da entschieden? Metallsäge. Gut, hier kann die im Moment nichts machen. Schwimmbecken. Da soll irgendwas sein. Foyer, aber da kommen wir noch nicht weiter. Sehenswertes. Hier ist das, da komme ich auch noch nicht weiter. Da fehlt mir ein Teil. Im Grund ist eine Tür zu erkennen. Brauche ich irgendwas anderes für? Okay, ich soll irgendwas hier machen. Aber was? Das Witzige ist, der Tipp sagt mir, irgendwas soll ich hier machen. Aber er sagt mir halt nicht, was ich hier machen soll. Okay. Ich brauche auf jeden Fall ein Seil, was ich da rummache, damit ich das wegkriege. Ja, alles gut. Irgendwann hoffe ich, dass ich was finde. Hier brauche ich Statuen für. Da komme ich noch nicht rein, glaube ich. Habe ich den Zugangscode? Da konnte ich nichts machen. Kann ich damit nicht aufschließen? Heute weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, was ich damit tun soll.
Da komme ich noch nicht weit. Ah. Okay. Boah, Tür. Jungfrauensymbol. Mein Zeichen. Die Jungfrau. Die ewige welche. Mir fehlt ein Hebel. Nicht? Wirklich nicht? Doch. Hä? Library. A storehouse of knowledge. What? I dreamed once that someday the world will have an endless source of knowledge, which would fit on a single table. But that's not. Okay. Immer die grünen Bücher scheinbar. Kreuzförmige Tafel. Wofür auch immer ich sie brauche. Ich habe, warte, Jungfrau, Fische, Widder, Zwilling, Wassermann, Stier, ja. Stier habe ich. Stier habe ich. Ich glaube, hier kann ich nichts weitermachen. Bin ich, glaube ich, soweit fertig. Ja, ebenfalls. Moment, ist auch dabei. Ja. Frühstück fehlt auf jeden Fall noch. Und das Sternzeichen fehlt noch. So. Nee. Es gibt ein Bierwasserstern. Oh Mann. Da muss immer noch was Heißes drauf. Ich hab hier halt nur Öl und kein Gas. Wer Gas anfehlt. Weiß nicht, wie ich den Gas ansetzen darf. Kann.